Hallo, in dem heutigen Video stellen wir die Funktion WebEQR Schweißdatenassistent vor. Diese Funktion ist in unsere Expert 2.0 Steuerung integriert. Diese Steuerung ist verfügbar in unseren Drahtvorschubgeräten als auch in unseren Schweißstromquellen. Das würde bedeuten, dass diese Funktion entweder direkt am Schweißplatz oder auch dort, wo die Schweißstromquelle positioniert ist, verfügbar ist. Diese Funktion kann für Schweißaufsichtspersonen, aber auch für Schweißer sehr hilfreich sein. Die Schweißaufsichtsperson sieht auf dem Display die effektive Schweißleistung des Prozesses, die ermittelte Schweißgeschwindigkeit und die daraus berechnete Streckenenergie oder Wärmeeinbringung. Der Schweißer selbst hätte die Möglichkeit, sich selbst zu kontrollieren, indem er einfach die geschweißte Strecke eingibt und durch die ausgerechnete und kalkulierte Schweißzeit damit auch die erreichte Schweißgeschwindigkeit sieht. Das könnt ihr wiederum mit den Vorgaben der WPS vergleichen und somit sicherstellen, dass die Vorgaben der WPS erfüllt sind. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Kalkulator für die Abkühlzeit von 800 bis 500 Grad, das heißt die sogenannte T85-Zeit, zu aktivieren und zu verwenden. Für diese Kalkulation werden die schon in dem WebEQR Schweißdatenassistenten kalkulierten Daten verwendet, sodass wir auch einen Vergleich zu den Vorgaben in der WPS haben können. Die Funktion ist sehr einfach zu erreichen. Man drückt einfach den Knopf Menü und wählt den Punkt WebEQR Schweißdatenassistent. Schon wird auf dem Display die relevante Information dargestellt. Auf dem Display sehen wir die Mittelwerte für Strom, Spannung und Lichtbogenleistung in Kilowatt. Darunter besteht die Möglichkeit, die Schweißlänge, die Schweißnahtlänge oder auch die Schweißgeschwindigkeit als absoluten Wert einzugeben. Das wäre der Fall zum Beispiel, wenn man automatisiert schweißt. Als nächstes schweißen wir und sehen diese Funktion mit echten Schweißparametern. Wenn der Schweißer die Länge seiner Schweißnaht hier manuell eingibt, wird automatisch die Schweißgeschwindigkeit kalkuliert. Nachdem die Schweißgeschwindigkeit berechnet wurde, werden automatisch Streckenenergie und Wärmeeinbringung berechnet. Der WebEQR Schweißdatenassistent ist eine wesentliche Verbesserung der Qualität beim Schweißen.